Ja, wir sprechen heute anlässlich des Internationalen Frauentages über die Situation der Frauen in Österreich. Und die Frauen in Österreich sind durch die Corona-Krise massiv betroffen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Frauen immer die Verliererinnen waren in Krisenzeiten, obwohl sie große Leistungen erbrachten und jetzt auch erbringen, überall, wo sie im Leben stehen. Wir haben Mitte des letzten Jahres festgestellt, dass 85% der Arbeitslosen Frauen waren. Und es ist bewiesen, die Frauenarbeitslosigkeit dauert länger, sie ist nachhaltiger. Voriges Jahr im ersten Lockdown waren etwas mehr als 7% der Frauen arbeitslos. Im Sommer waren es noch immer 7%. Und wenn man sich die Zahlen heute ansieht, dann sieht man, dass allein aufgrund der Beschränkungen in der Gastronomie, in der Hotellerie 40.000 Frauen ohne Beschäftigung sind. Und es wird so weitergehen, die Zahlen werden steigen. Es steht ein weiterer Lockdown im Raum und es ist weiterhin kein Ende der Beschränkungen in Sicht. Und wenn für Frauen der Jobverlust droht, dann droht das Abrutschen in die Armut. Schon vor der Pandemie hatten Frauen durch die Erwerbstätigkeit weniger Einkommen. Das wirkt sich beim Arbeitslosengeld aus, sofern die Frauen überhaupt Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Und hier wäre unsere Forderung nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes ein sehr positives Signal, weil besonders Frauen davon profitieren würden. Jetzt hat die Frauenministerin das AMS-Budget noch einmal aufgestockt und sie spricht von einer noch nie dagewesenen Frauenförderung. Und hier muss man schon sagen, liebe Frau Frauenministerin, wir haben aber auch eine noch nie dagewesene Situation für die Frauen. Und aufgrund aller bekannten Faktoren ist es unbedingt notwendig, diese Budgets zu erhöhen, um hier den Frauen auch Perspektiven zu bieten. Und wir befürchten, dass die Erhöhung des Frauenbudgets in diesem AMS-Bereich nur zur Symptombekämpfung reichen wird. Wir brauchen aber Perspektiven für die Frauen, wir brauchen Strategien, es braucht eine Richtungsänderung, wir brauchen mehr Förderung für den Erwerb von IT-Kenntnissen, von digitalen Fähigkeiten. Wir brauchen eine Zuerkennung von Arbeitsplätzen für Frauen, die sich dafür entscheiden, zum Beispiel in die Pflege umzusatteln. Und auch eine soziale Absicherung während dieser Qualifikation. Und wir müssen schauen, dass wir Frauen in krisensichere Jobs bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und Frauen haben es nicht nur durchwegs schwerer, weil Frauen das behaupten, sondern auch die Statistik Austria hat das mittlerweile mit Zahlen belegt. Jedes Jahr die Diskussion des Gender Pay Gaps, Österreich an dritter Stelle. Und das ist an dieser Stelle zu sagen, das ist nichts Positives, sondern es gibt nur zwei Länder, wo der Einkommensunterschied noch größer ist. Das ist Estland und Lettland. Das bedeutet, dass Frauen um 20% weniger Einkommen im Vergleich zu Männern haben. Und es wird immer Gehaltstransparenz gefordert, es ist aber leider nicht gelebte Realität. Und das führt dazu, dass Frauen auch in Vollzeitjobs durchschnittlich um ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Jetzt gibt es natürlich Gründe, die einen Teil dieses Einkommensunterschiedes erklären. Das ist die Branche, das Alter, der Verbleib im Betrieb, ob ich Teilzeit arbeite oder Vollzeit. Trotzdem, 14% dieses Einkommensunterschiedes sind unerklärlich. Und wenn man jetzt von der Ausbildung ausgeht, Frauen sind besser ausgebildet denn je. Das heißt, eigentlich müssten sie, und da gibt es auch Berechnungen dazu, bereits um 1,2 Prozentpunkte mehr verdienen als Männer. Und wenn man die Einkommensunterschiede betrachtet, seit 2009 sind es 4,4%. Das heißt, es ist eine sehr, sehr lange Zeit, wo sich nicht wirklich etwas bewegt. Und wenn wir so weitermachen, dann dauert es länger als 50 Jahre, bis dass wir dort sind, dass Frauen für die gleiche Leistung, für die gleiche Arbeit auch das Gleiche verdienen wie Männer.